Achtung, ein großes Geheimnis der positiven Psychologie. Es gibt ja Menschen, die sich von Rückschlägen oder von negativen Dingen beeinflussen lassen und solche, die damit irgendwie besser umgehen können. Und das hat man in der positiven Psychologie bemerkt, dass Menschen, die glücklicher sind im Leben, nicht unbedingt zwangsläufig glücklichere Lebensumstände haben, sondern dass die es irgendwie besser hinbekommen, mit unglücklich machende Dingen umzugehen. Also, dass die nicht zwangsläufig jetzt irgendwie weniger Schicksalsschläge, weniger Strafzettel oder weniger schlechtes Wetter in ihrem Leben hätten als die anderen, sondern dass sie es hinbekommen, diese negativen Einflüsse gewissermaßen wie in so eine Schachtel zu stecken oder so eine Box und die so in den Schrank tun, die Schachtel zu und sagen, ja, das Leben ansonsten ist aber ganz schön und ich ärgere mich doch nicht über diese eine kleine Geschichte. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, sich klarzumachen, dass Glück nicht davon abhängt, dass alle Umgebungsfaktoren stimmen, sondern dass es vielmehr häufig von unseren Fähigkeiten abhängt, mit Widrigkeiten umzugehen bzw. sie richtig mental zu verarbeiten. Also Widrigkeiten oder Schwierigkeiten eben nicht als große Glückshinderer anzunehmen, sondern zu denken, naja, obwohl ich diese oder jenen Schwierigkeiten habe und mit diesem oder jenem kämpfe, kann ich glücklich sein, und zwar jeden Tag. Und das finde ich, das macht mich eigentlich ziemlich demütig. Also das zeigt mir, dass ich selber da auch noch sehr viel lernen darf, weil ich auch manchmal ja, über eine Sache rumgrübel und sage, boah, ein Tag oder ein halber Tag ist es irgendwie versaut, weil mich eine Sache total tief beschäftigt und ja, da muss ich auch immer wieder an mir arbeiten oder wenn irgendwas richtig Trauriges passiert, dann zieht mich das runter. Vorsicht, das heißt jetzt nicht, dass wir gefühllos sein sollen oder dass wir keine Resonanz haben dürfen zu den Dingen, die da im Leben passieren. Natürlich passieren traurige Dinge und natürlich ist es völlig legitim, sich über Dinge zu ärgern, über die man sich eben ärgert. Aber eben, man darf sie nicht allzu sehr an sich rankommen lassen. Also ich finde diese Metapher sehr, sehr schön, diese Metapher mit dieser Schachtel. Also dass wir Sorgen durchaus betrachten dürfen, die sind jetzt da und dann müssen wir die irgendwie in eine Schachtel stecken. Ne? Und das ist was, an was wir üben können, womit wir üben können. Und ja, das kennst du, das gibt diese Menschen, die sorgen sich über irgendeine Geschichte. Da ist was weiß ich, der Partner irgendwie gerade nicht gut drauf und man macht sich die ganze Zeit Gedanken, oh Mensch, wenn es dem Partner wieder besser geht, dann wird das Leben wieder schön. Oder man hat irgendwie, man wartet auf ein Prüfungsergebnis und kann dann irgendwie eine Woche geht es einem nicht gut, bis man nicht weiß, wie das Ergebnis irgendwie ist. Oder noch schlimmer, man wartet auf eine Diagnose beim Arzt und ja, die Menschen, die glücklich sind laut Glücksforschung, das sind diejenigen, die sagen, okay, ich weiß, da kommt so eine Diagnose, aber jetzt lebe ich mal ganz normal bis dahin und dann lese ich halt Bücher und gehe trotzdem aus und ich mache so trotzdem mein normales Leben. Und die, die unglücklich sind, das sind die, die sagen, oh, da kommt eine Diagnose, oh, wer weiß. Und das Fiese ist natürlich von der Wahrnehmung her, dass genau diese Zweiteren, weil das Leben halt nie perfekt ist, ständig irgendwelche Gründe haben, zu grübeln, zu zweifeln, dass es ihnen nicht so gut geht und sich scheinbar dabei immer im Recht fühlen, obwohl sie es, wenn man es streng genommen, ganz genau betrachtet, obwohl sie es nicht sind, sie sind nicht im Recht, denn jeder Mensch hat in seinem Leben mit Schwierigkeiten, mit Widrigkeiten zu kämpfen, sogar an solchen schönen Sommertagen. Mich hat nämlich gerade jetzt eine Mücke ins Bein gepiekst, während ich das hier aufgenommen habe. Hey, Scheißviech. Okay, also insofern, ich mache mir jetzt keine Gedanken über Mückenpiekse, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, steckt eure Sorgen in eine Schachtel, steckt die in den Schrank und lebt ganz normal.